Und wieder traurige Liebesnachrichten aus Hollywood. Die Vorzeige-Ehe vom 51-jährigen Ben Stiller, bekannt aus Meine Braut, ihr Vater und ich, und der Schauspielerin Christine Taylor ist am Ende. Überraschend geben sie nach 17 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Mit enormer Liebe und Respekt füreinander und den 18 Jahren, die wir als Paar miteinander verbracht haben, haben wir die Entscheidung getroffen, uns zu trennen, geben sie in einem gemeinsamen Statement exklusiv für Entertainment Tonight bekannt. Weiters sagen sie: Unsere Priorität wird auch weiterhin sein, unsere Kinder als engagierte Eltern und die engsten Freunde aufzuziehen. Wir bitten darum, dass die Medien unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt respektieren. Bei Dreharbeiten lernen sie sich damals vor 18 Jahren kennen und lieben. Im Mai 2000 heiraten sie auf Hawaii. Im April 2002 kommt ihre Tochter Ella Olivia zur Welt. Im Juli 2005 ihr Sohn Quinlan Dempsey. Während ihrer Beziehung stehen Stiller und Taylor mehrere Male gemeinsam vor der Kamera, unter anderem bei Zoolander, Tropic Thunder und Arrested Development. Das letzte gemeinsame Projekt ist Zoolander 2. Taylor erklärt damals in einem Interview, dass das Geheimnis ihrer Liebe ihr gemeinsamer Humor ist. Selbst als Ben Stiller die Diagnose für Prostatakrebs bekommt, stehen sie diese harten Zeiten durch. Doch weder Humor, noch Kinder, noch die Krankheit lässt die Liebe ewig halten.